So, wir sind hier an der Zwergenhöhle entlang. Die Larissa fährt mich gerade hoch, oben zur Ruine Neuenberg, weil da hat er ja bei den Lucky-Aufnahmen nicht gefilmt. Als ich da den Sagenweg gegangen bin, wie denn die kalte Schnauze geht. Und bin da zwar hingeritten, hab dann aber gedacht, nee, zur Zwergenhöhle runter kann ich nicht, weil es da ja eine Brücke gibt, wo ich mit dem Lucky nicht drüber wollte. Deswegen gehe ich dieses Stück zu Fuß und lass mich mit der Larissa einfach da hochfahren. Weil das zu filmen, wenn man zu Fuß geht, das wird ja ein ellenlanges Video und im Schnelldurchlauf kann man nicht so gut erzählen oder das ist ja sehr aufwendig. Und dann machen wir das jetzt ausnahmsweise und hoffen auf die aufs Verständnis der Land- und Forstwirte, dass wir jetzt hier einmal ausnahmsweise entlangfahren. Damit ihr quasi seht, wo ich abgekürzt habe. Wir haben gerade den Sagenweg verlassen an der Pumpe. Hier bin ich mit dem Lucky mal runtergeritten. Eben weil ich die Brücke ausgelassen habe. Genau das Stück, was ich jetzt zu Fuß gehe. Und es gibt noch ein anderes Stück, was ich zu Fuß gehen muss wegen Waldarbeiten. Da war ich wiederum mit der Fancy und habe da einen kleinen Bogen geschlagen, der Gott sei Dank ging. Alle Videos hänge ich euch hinten dran. Das wird halt eigentlich so ein Riesenprojekt, wo ich zum einen halt den Sagenweg vorstelle, auch irgendwann ein Schnelldurchlauf-Video machen will. Den kompletten, wo ich alle Etappen aneinander schneide. Und eben auch einige Alternativwege, weil vom Karl-Hasel-Weg-Weg aus ist das wirklich sehr, sehr lang. Dann habe ich schon mal empfohlen, an der Kurfürstenstraße zu parken. Und wenn man ja von der Kurfürstenstraße vom Wanderparkplatz runterkommt, kann man entweder links den das Siefener Berg hoch, wo ich mit der Fancy lang gegangen bin, oder rechts direkt nach Eibach, weil erst da wird es ja richtig interessant, finde ich jetzt so. Das könnt ihr euch dann alles angucken und dann gucken, ob ihr es reiten wollt, ob ihr es gehen wollt oder ob ihr euch einfach nur die Videos anguckt. Hier seht ihr auch so Wildschweindrähte, das sind so ganz tiefe, um die Weiden zu schützen. Da finde ich es auch immer sehr doof, mit dem Pferd herzureiten. Larissa lässt mich jetzt hier am Wegekreuz raus. Ich habe den Hund noch hinten im Auto, der soll dann mit. Und dann machen wir jetzt mal eine ganz normale Wanderung. Da ist das Wegekreuz. Ich gehe zum Hund, sage Tschüss Larissa. Einmal den Hund raus. Tschüss. Und hier dieses Wegekreuz mit dem Schild Sagenweg haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Von Kümmel sind wir mal irgendwann gekommen. Und zwar, wo die Larissa jetzt herfährt. Ja, fährt sie jetzt nicht her, sie wendet. Ja, und hier sind wir dann auch rausgekommen nach der Ruine Neuenberg, wo es ja dann nur ein Foto gab und das Zwergenhöhlenbild. In einem anderen Video wiederum, es gibt jetzt so viele, bin ich hier mit dem Lucky mal hergeritten, einfach um euch die Ruinen und die Zwergenhöhle zu zeigen. Das heißt halt Nico in Gefahr. Hänge ich euch auch hinten dran und mache jetzt einfach mal aus, weil so viel gibt es hier an dem Weg nicht zu sehen und zu Fuß ist man ja noch langsamer unterwegs. So, hier den Weg rein sind wir bei dem Video Nico in Gefahr rausgekommen, weil wir da ja zur Ruine Eibach, zur Ruine Neuenberg und zur Zwergenhöhle quasi auf dem direkten Weg und dann oben einen anderen Weg entlang geritten sind, der quasi um die Neuenbergspitze drumherum führt. Hier dieser Wall könnte schon zur Ruine Neuenberg gehören, weil es gibt da ja auch einen Burggraben. Und wenn wir jetzt gleich um die Ecke kommen, sieht man das. Da könnt ihr schon durch die Bäume durchschimmern sehen, diese Mauer. Und so ein kleines Türmchen. Da seht ihr durch die Blätter den großen Turm, der noch erhalten ist. Und da ist dieser Burggraben, wozu der Wall gehört, den wir gerade hatten. Es gibt ja auch einige Sagen zu den Zwergenhöhlen. Die habe ich auf meiner Website entweder bei Stories oder bei Buchtipps.
verlinke ich euch jedenfalls das Richtige in der Infobox. Hier ist nochmal der Graben und da erhebt sich dann diese Neuenburg, die Wehrburg quasi. Und unten in Aibach, wo wir jetzt auch schon mehrfach waren, im Auto und mit dem Lucky halt, da ist dann halt so das Schlösschen gewesen. Wir haben halt diesen Brunnen, den hatte ich euch zu Pferde gezeigt. Hier vorne geradeaus seht ihr da so ein Loch. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit euch hier auf den Neuenberg drauf. Oh Gott, los, die macht keinen Quatsch. Die hat ja Ideen. Aber wenn man schon mal zu Fuß ist, dann richtig. Guckt man halt hier wieder runter. Da sind wir gerade reingekommen. Und hier runter geht's. Da die ganze Mauer entlang. Wir müssen uns mal entscheiden, wer von uns beiden zuerst geht, Lucy. Kommst du denn hier hoch? Das schaffst du. Und hier die Mauer entlang. Ja, früher konnte die sowas. Aber jetzt ist sie auch schon 11. Und dann merkst du genau wie ich, die körperliche Fitness lässt so ein bisschen nach. Hier geht es ganz tief runter, darf ich gar nicht hingucken. Da irgendwo müsste auch der Turm sein. Oh mein Gott, nichts für mich. Aber für die Lucy ist dann doch fitter. Wir sind, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin feige und setze mich dahin. Wenn man was älter ist, muss man halt Ideen haben. Oh Gott, nur nicht fallen. Hier dieses Treppchen ist die Lucy runtergegangen. Das war vielleicht auch schlau, weil da hinten geht es vielleicht gar nicht so gut runter. Oder doch? Ach, es geht. Dann konnte ich wenigstens diese Burgmauer entlang gehen mit euch. Dann geht die Burgmauer, da ging die damals hier so weiter, so ein kleiner Wurzelweg ist das jetzt geworden. Da seht ihr noch so Überreste, hoffe ich. Und da geht es wieder runter in den Burggraben. Auch so ein kleiner Weg entlang bis hier hin. Soweit ich das kann, gehe ich mit euch hier oben entlang. Umgestürzte Bäume. Auch hier, also wieder einen kleinen Abstieg. Ich habe echt einen Anfall von Mut. Und wieder rauf. Über das Bäumchen drüber. Also da kann man auch mal einen ganz gesonderten Ausflug machen. Und einfach die Neuenburg erkunden. Da hinten steht ja auch eine Bank. Also Leute, die grillen hier teilweise auch. Da einmal waren wir Halloween hier. Und wie nicht anders zu erwarten, waren wir nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Und wieder. Hier seht ihr die alte Mauer noch. Ich habe hier mein Stirngeschirr übrigens gerade an, das Stirnband. Weil, wenn man nicht reitet, braucht man auch keinen Helm. Mein Blick in die Neuenburg rein. Noch mal ein Stückchen Mauer. Das wird hier immer höher. Schon ein bisschen gestolpert. 12 Oaks Adventure Tour, sage ich ja immer. Überall, du musst hier nicht überholen. Hier seht ihr, wo die Feiglinge runtergegangen sind. Ich will ja heute mal mutig sein und nicht runtergehen. Oh Gott, mit 52 Jahren. Ich habe neulich einen Mann getroffen auf dem Ausritt, da hatte ich auch kurz von erzählt, der mit 90 Jahren noch hier hingegangen ist. Den habe ich aber dann gesagt, wie sie auch mit dem Auto zur Ruine Aibach kommen. Na, der Zwergenhöhle sind die schon gewesen. Und dann reicht das ja auch. Naja, wir kommen mit dem Auto überall hin. So, einmal rundum über die Mauer gegangen. Und hier geht es dann runter. Gut, dass ich das gefilmt habe, sonst glaubt mir das kein Mensch. Schon gar nicht meine Kinder.
Und gut, dass ihr nicht filmt, ich immer mal mit der Hand mich an einem Baum abstütze. So, Burggraben, Burggraben, Neuenberg, Anfangsposition. Und hier vorne auf dem Platz, da war mal irgendwann eine Hütte, wo wir auch Picknick gemacht haben. Von hier sind wir gekommen und wir gehen jetzt nach links zur Zwergenhöhle. Wenn ihr den Weg runter sehen wollt oder Teile davon, guckt euch das Video Nico in Gefahr an. Das war mein Testvideo. Die Ruine hat sie vielleicht nicht super gut gefilmt, nicht so gut, wie ich das jetzt gerade hatte, aber der Weg hier, der ist sehr schön gefilmt. Und ich mache eine Pause, damit meine GoPro nicht überhitzt. Ich will mal eine kleine Wegetappe doch mal zwischendrin zeigen, weil nicht jeder guckt alle Videos. Hier geht es jetzt um die Ecke. Hier sind überall diese Büsche mit so Stacheln, wie auch immer die heißen. Hier sind wir hochgeritten bei Nico in Gefahr, gehört nicht zum Sagenweg. Aber hier runter, da sieht man dann auch Schilder, Sagenweg. Da geht es halt steil den Berg runter zur Zwergenhöhle. So, da seht ihr so einen Zaun und genau da drunter ist die Zwergenhöhle. Das ist halt so zum Schutz angemacht, damit da keiner runterfällt. Da ist sie, die Zwergenhöhle. Ich versuche jetzt mal da reinzugehen. Und wir werden sehen, ob ich es dann rausschneiden muss, weil wirklich stockeduster, oder ob die GoPro das packt. Zumindest stellenweise. Nur aufpassen, dass ich nicht anstoße. Die ist nicht sehr hoch, also an der höchsten Stelle hier kann ich stehen, aber am Eingang nicht. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Ich glaube 9 Meter lang. Und es soll hier geradeaus, falls ihr es sehen könnt, einen Tunnel gegeben haben. Und durch den Tunnel sind die Zwergen immer hoch zur Ruine Neuenberg, wenn die da gearbeitet haben, um abends wieder runter, sagt die Sage. Und haben dann eben halt Lohn bekommen. Und irgendwann haben die Zwerge keinen Lohn mehr bekommen. Und haben den Tunnel dann verschüttet, sagt die Sage. Eine andere Geschichte, die manche vielleicht dann für wahr halten, besagt, dass der Tunnel mal irgendwann erkundet worden ist. Da ist einer ziemlich weit rein, ist dann aber umgekehrt, weil er gesagt hat, nee, Einsturzgefahr geht gar nicht. Und dann haben sie ihn zugemacht, damit sich da niemand in Gefahr begibt. Lucy? Lucy, komm mal her. 1, 2, da unten seht ihr eine Brücke. Da hat der Lucky wirklich meinen Huf im Brett versenkt. Das Brett war dann platt. Deswegen, und das ist, glaube ich, immer noch da. Oder jemand anderes hat das anscheinend gerade repariert. Und da gehen wir jetzt drüber. Hallo. Ach. Einmal eben ausgetauscht. Dankeschön. Hat einer die Brücke kaputt gemacht. Oh je, oh je. Chill. Aber das war nicht der Lucky. Also ein Lucky ist Jahre her. Und ich meine, das wäre damals schon ausgetauscht gewesen. Also wir sind ganz, ganz oft früher mit den Pferden drüber gegangen. Und das sind eigentlich stabile Bretter, aber auch die sind irgendwann natürlich mal durch.
Seitdem habe ich da ein bisschen Manschetten. Man sieht es den Brettern ja nicht an. So, hier dürfte dann die Dame von dem kalten Schnauzeblock rausgekommen sein. Hier ist der reguläre Sagenweg, der hier weitergeht. Und man geht dann da vorne geradeaus auf das Haus zu, folgt dem Pfad und steht dann an diesem Schild Zwergenhöhle, wo ich euch mit dem Auto abgeholt habe. Dieses kleine Stück gehe ich jetzt nicht mit euch, weil ich habe ja noch ein anderes Stück zu gehen. Und zwar oben das Siefener Berg, runter nach Eibach mit den Treppen, war mit dem Pferd kein Durchkommen. Und dann werde ich jetzt wahrscheinlich ab hier dem kalten Schnauzenblock wieder folgen. Der dürfte nämlich nicht geradeaus gegangen sein, dem Sagenweg hier nicht mehr gefolgt. Seht, ich gehe mal eben ein Stückchen geradeaus, weil da das Schild ist. Also hier seht ihr, dass der Sagenweg hier weitergeht, um dann da zwischen den Häusern wieder auf die Straße zu treffen. Das sind nur ein paar Meter, ihr seht ja hier alles. Aber die Dame vom kalten Schnauzenblock kam halt von geradeaus, würde ich mal sagen. Das mache ich jetzt nochmal, damit der Winkel auch stimmt. Leg mal ein paar Schritte zu hier. Also, kalte Schnauzeblock müsste hier angekommen sein, will nach Eibach, haben sie sich sagen lassen, und biegt hier links ab. Und ich tue das auch. Und die Lucy hoffentlich auch. Dann kommen wir gleich an zwei Weiden von uns entlang. Kann ich auch mal gucken, wie hoch das Gras steht. Hier genau zwischen den Hecken sind die. Aber ich mache jetzt gleich mal wieder eine kleine Pause, damit die GoPro nicht überhitzt. So, an der Hecke angekommen. Da sind noch so ganz große Gärten. Hier war auch früher Landwirtschaft. Und manche Leute wollen ihre Grundstücke nicht verkaufen. Sprechen uns da an, könnt ihr dann die Pferde draufstellen. Der hier leider nicht, aber gut, da sind ja auch nur Bäume. Aber die hier hinter der Hecke nutzt selber das rechte Stück hier noch, aber hat uns gebeten, auf dem linken Stück schon mal Pferde draufzustellen. Und hier sind die halt schon mal. Und da, oh, da müssen sie langsam auch mal wieder drauf. Da wächst das schon ziemlich hoch. Stehen sie halt auch schon mal. Und dann geht es hier die Straße geradeaus. Hat so gesehen mit dem Sagenweg ja nichts zu tun. Wie gesagt, ist jetzt mein kalter Schnauzenweg. Und da hinten auf der T-Kreuzung, am Ende der Straße, geht ihr links. Und seid dann wieder auf einer Strecke, auf der Strecke, wo man von Frillingsdorf, der Kirche, immer geradeaus fährt und dann automatisch in Eibach landet. Die Eibachstraße. Hier ist die T-Kreuzung, die Eibachstraße. Da bin ich mit Herr Fancy nach Hause, aber wir wollen nach hier. Die Straße hier heißt zur Zwergenhöhle. Und die Eibachstraße, die einfach mitten durch Scheel geht, die im Grunde genommen die Verlängerung der Jan-Wellem-Straße in Frillingsdorf ist. Und da kommt ihr ja durch den Sagenweg nach diesen Geschäften, nach diesem Kirchplatz. Automatisch drauf. Und wenn ihr dann an der Apotheke seid, an der Apotheke geht ihr ja rechts, immer, immer geradeaus oder von der Kurfürstenstraße. Wenn ihr euch da rechts haltet, landet ihr auch irgendwann. Da ist so ein Stromkasten und so ein Kleidercontainer und so ein Fachwerkhaus. Landet ihr auch automatisch hier auf der Eibachstraße und könnt super abkürzen. Und diese Abkürzungen werde ich auf dieser Website www.12uchsrand.de Ausritte auf eine Unterseite dieser Ausritte-Seite tun. Und dort auch verlinken. Ihr wisst halt jetzt, es muss nur geradeaus gehen. Aber ich habe mir, um den Weg mit euch gehen können, eine alternative Strecke ausgesucht. Und die seht ihr gleich. Noch bin ich auf der Eibachstraße. Meine selbst erfundene Abkürzung zum Sagenweg. Wenn ihr dieses Stromhäuschen seht, wisst ihr, dass ihr richtig seid. Geht halt immer geradeaus. Oder aber ihr kennt euch so gut aus. Man sagt, geradeaus bin ich schon gegangen, geradeaus finde ich doof. Und auch gerade für den Hund. Und macht es genau wie ich. Und geht diesen Rudi-Hoffmann-Weg über die Brücke da unten. Wo wir früher auch oft mit den Ponys drüber sind. Aber bei den Pains, die wiegen eine ganze Ecke mehr. Seitdem machen wir es nicht mehr. Und das ist halt ein schöner Fußweg. Schöner als hier geradeaus zur Ruine zu kommen, wo ich auch geritten bin. Lieber hier runter.
über die Brücke, über den Bach drüber. Da geht die Luftbusse gerade über die beiden Brücken drüber, geht da ins Wasser rein, Spielkind. Und wenn ich mal mit den Paints hier bin, dann reite ich eigentlich hier quasi durch. Sind die zwar auch nicht so begeistert von, aber mit so schweren Pferden über so kleine Brücken. Aber idyllisch ist es schon. Und vielleicht finden sich ja sogar ein paar Wanderer, die meine Videos gucken. Das ist halt wirklich unheimlich toll. Jetzt geht es da diesen Berg hoch, ein Trampelpfad, los hier im Wasser. Ich zeige euch noch eben, wo ich dann ins Wasser reingehen würde mit zu Pferde. Und zwar wäre das hier. Also bis jetzt sind sie eigentlich immer hier ganz gut durchgegangen. Da vorne ist es nicht ganz so steil. Aber hinten im Schlamm haben sie mal ein bisschen Theater gemacht, aber das ging. Kommt halt aufs Pferd an. Und klitzekleine Pferde kriegt man auch über die Brücke. Und da stängelt sich das Bächlein hier so durch die Landschaft. Da oben ist die Straße Richtung Aibach. Und wer hier lang geht, kommt im Endeffekt auch in Aibach an. Schöne Sicht, die ich euch unbedingt noch mal zeigen will. Da wieder das Bächlein unten. Und hier geht es den Pfad entlang Richtung Ruine Aibach. So, da vorne, wo der Bauch, kein Bauch, da vorne, wo der Baum liegt, geht der Weg eigentlich weiter. Was bin ich froh, dass ich das Pferd zu Hause gelassen habe. Hier gibt es dann auch letztlich zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob man nach Aibach will. Da kann man dann auch noch hier diesen unteren Trampelpfad gehen, weil sie links halten, das sieht man so ein bisschen. Also seht ihr den durch die Bäume da geradeaus durch, los hier im Vordergrund, dann so Äste und dann da der Weg. Hier müssen wir hoch, man sieht auch einen Trampelpfad um die Bäume drumherum. Ob da jetzt aber Pferde so drüber schreiten können, also hier für Galopp ist das glaube ich nicht unbedingt geeignet. Es sei denn, man kann ganz kurz einen Sprint von da aus machen. Aufpassen, da liegen dann auch Äste. Und jetzt kommen wir da auf den Weg, wo die Lucy ist, wo wir auch zu den Treppen kommen. Wo ich zum einen mit der Fancy mal war, in dem Outtake-Video. Und zum anderen werden wir da gleich auch hinkommen, wenn ich wieder beim Sagenweg bin. Wer den Sagenweg hier abkürzt, durch dieses Wäldchen, geht geradeaus und am Ende, nach dem ersten Fischteich links oder auch vor dem Fischteich links, um wieder rechts auf die Straße nach Aibach zu kommen. Ich gehe aber jetzt hier meinen Alternativweg. Da lagen neulich keine Bäume. Da habe ich irgendwann mal den Nacki wieder eingefangen. Und das war so. Ich bin mit einer Freundin hier über diesen Weg geritten. Und da waren irgendwo Erdwespen, irgendwo an dieser Stelle. Wir sind total zerstochen worden. Der Lucky hat gebuckelt, ist losgeschossen, ich bin runtergeflogen. Dann galoppierte der halt los und ist dann bis da vorne hin. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, den kriegst du nie wieder. Der Hund kläffte noch hinter ihm her. Dann habe ich gepfiffen und Lucky gerufen, der ist angehalten. Er hat sich umgedreht und auf mich zu. Eines der schönsten Erlebnisse, die ich mit dem Lucky jemals hatte. Und ich gehe jetzt hier schräg hoch, einen Alternativweg, der wie gesagt nicht zum Sagenweg gehört. Aber ich habe auch keine Lust, Wege vor und zurück zu gehen, denn immer das Gleiche. Deswegen schlage ich mich jetzt hier so hoch und wir treffen uns, wenn ich wieder ein bisschen Luft habe nach diesem Aufstieg hier. Ihr geht ja jetzt quasi da unten her. Und könnt entweder diesen Schotterweg entlang, ich hoffe, da kann man auch auf die Straße, oben T-Kreuzung rechts Richtung Aibach. Und ich bin hier bei der Wurzel angekommen, habe den Aufstieg noch nicht geschafft. Aber dieses Bild, dachte ich, müsst ihr mal sehen. Bis gleich. So, hier sind wir hergekommen.
Wir sind Fahrrad drauf. Den Weg hatte ich euch gerade gezeigt. Den Fischteich hatte ich euch gezeigt. Und hier wird es jetzt wieder flacher, wo die Lucy steht. Hallo Lucy. Und da ein Blick auf unsere Wälder. Oder das, was da noch von übrig ist. Ein paar klitzekleine Hindernisse im Weg. Lucy, komm mal. Lucy! Komm mal her. Über den Baum drüber. Und ich habe bestimmt ein Leckerchen für dich. Wenn auch ein Pferdeleckerchen. Also, erster Fischteich. Ein kleiner Fahrrad, wo man auf jeden Fall drüber kann, um zur Albachstraße zu kommen. Natürlich die Frage, ob ihr das jetzt seht. Hier zwischen den Bäumen durch zwei Teiche mit einem Pfad. Jetzt eine tolle Treppe hoch. Immer noch nicht Sagenweg. Der Sagenweg beginnt wieder an dem ausgetrockneten dritten Fischteich. Ich nicht weiß, ob ihr den hier sehen könnt. So, hier ist mein Weg, den ich mir ausgesucht habe, auch den Holzarbeiten ganz schön zum Opfer gefallen. Dem Pfad so kann man kaum noch folgen. Und ich weiß, es muss nach rechts. Und deswegen folge ich jetzt hier einfach mal dem Wirtschaftsweg, wo hier irgendwelche Waldfahrzeuge auch durchgefahren sind. Und müsste oben auf dem das Siefenerberg da rauskommen, wo ich mit der Fancy hergeritten bin. Das Autec-Video und das normale Fancy-Video ist das dann. Also hier geradeaus dürfte der Sagenweg irgendwo durchgehen. Es kann gut sein, dass ich euch empfehle, den Weg hier zu nehmen. Und zwar abwärts, den Trampelpfad. Und da unten rechts kommt ihr auch auf diesen Sagenweg zurück. Aber ich gehe jetzt hoch und schaue mir das mal an, ob wir ein Schild finden. So, dieser Weg, den quasi die Fahrzeuge hier gefahren haben, der endet jetzt hier. Und ich bin auf der Strecke eben, wo ich mit der Fancy lang geritten bin und auf der Suche nach Schildern. Da habe ich euch eigentlich das ganze Stück gefilmt. Ist unter anderem auch die Straße der Arbeit, da sind wir hergekommen, weil ich mich halt frage, ob nicht der eine oder andere das hier oben auch verzichtbar findet und eben direkt zur Ruine Albach gehen will. Ein Sagenwegschild finde ich in dem Sinne nicht, aber im Zweifel folgt der Sagenweg ja immer diesen anderen Wegen. Und genau, das werde ich jetzt auch tun. Den haben sie auch netterweise so abgesägt, dass die Bezeichnungen noch da sind. Also die Bezeichnungen, die im Endeffekt die anderen Wege betreffen. Sagenweg finden wir hier beim besten Willen nicht. Aber ein Schild zur Ruine Eibach, was die hier hingestellt haben. Auch nochmal Straße der Arbeit, könnt ihr das sehen? Und das geht jetzt nicht nach links, sondern das geht tatsächlich in den Wald rein. Ich bin dann mit dem Nacki neulich mal ein Stückchen runter und habe gedacht, nee, zu Pferde kann man es vergessen. Und daraufhin bin ich halt mit der Fancy, Moment, ich kam ja von hier mit der Fancy. Da seht ihr ja auch der Sagenweg, da ist ja ein Schild. Also muss ich darauf zugehen. Also wenn man den andersrum geht, wäre das das richtige Schild. Ich bin mit der Fancy von hier gekommen und bin dann geradeaus weiter. Und an der Gabelung habe ich mich immer links gehalten und kam dann auch nach Eibach, wenn man halt zu Pferde unterwegs ist. Ich habe das Ruine Eibach-Schild gefunden und gehe da jetzt runter. Und die Lucy hoffentlich auch.
Ja, und zu Pferde. Gut, man hätte den anderen Weg eventuell nehmen können. Aber hier auch springen. Ich bin ja eh kein Springreiter. Aber wenn ich einer wäre, ich glaube, ich würde es nicht tun. Und hier im Schritt über so hohe Dinger. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen eure Pferde das ja auch. Man weiß ja jetzt auch nicht, wie geht's weiter. Und dann hängt man auf einmal mit seinem Pferd irgendwo und kommt nicht mehr zurück oder muss denselben Weg zurück. Also ich war zu feige dafür. Ich versuche jetzt so fahrtähnliche Dinger zu finden. Ich will ja zu dem, den nachher auch diese Fahrspuren gemacht haben. Das scheint mir hier so eine Art Fahrt zu sein. Irgendwann sind sie ja vielleicht auch mal fertig. Und dann reite ich das mit euch, versprochen. Aber wer weiß, wann das ist. Na, ich würde schon sagen, man hat hier den Fußweg, der immer da war. Nur, dass eben hier und da umgestürzte Bäume und sowas sind. Oder abgeschnittene Bäume. Aber wenn man jetzt wirklich sich auf die Schilder verlässt mit dem Sagenweg, kommt man ganz schön ins Straucheln. Also ich empfehle euch dringend, guckt euch den Kalte Schnauze-Blog an, guckt euch Outdoor Active an, Komoot. Könnt ihr alles über Google finden. Der Sagenweg ist wirklich gut zu finden. Sagenweg Scheel oder Sagenweg Lindler. Aber jetzt nur auf die Schilder verlassen würde ich mich auf gar keinen Fall. Weil hier und da fehlt mal eins. Also irgendwo da müsste der Weg runterkommen mit den Fahrspuren. Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Das wäre dann halt tatsächlich querfeldein. Da vorne, wo die Lucy hergeht, sind wir wieder auf dem Pfad. Geht doch. Und auch hier sieht es ein ganz klein bisschen ausgetreten aus. Aber der ist doch richtig gut. Hier ist der Weg, den ich hochgegangen bin. Und nein, hier bin ich. Da sind wir hergekommen, die Lucy und ich, oder? Aber wenn ich das jetzt wüsste, Überraschung. Aber hier ist ja nichts. Gestern ist mir noch jemand mit Hunden entgegengekommen. Der kam hier runter. Der ist quasi genau andersrum gegangen, als ich geritten bin. Es muss gehen. Ah ja, richtig. Ich bin von links gekommen und muss dann hier rechts gefunden. Tada! Lucy kennt den Weg auch. Da sind wir hergekommen, denke ich jetzt mal. Und hier wollen wir runter. War ich gerade blind, dass ich das nicht gesehen habe? Ich war quasi schon da. Und auch diesen Weg sind wir früher, als wir jung und verrückt waren, mit den Ponys auch hochgekraxelt. Und Ponys sind ja wirklich, die kennen da ja nichts, ne? Gehen da ja Treppenstufen und was nicht alles. Ja, die Mutter von Cisco, die Indy. Ja, wirklich eine coole Socke. Und genau da war ich gestern mit der Fancy. Hab euch die Stufen von unten gezeigt. Das findet ihr in dem Outtake-Video. Am Ende, am Anfang sind die Outtakes und Fails. Und am Ende habe ich euch dann den Rückweg auch noch in Teilzügen gefilmt. Hier die Stufen runter. Müsst ihr euch jetzt nochmal angucken. Das sieht echt genial aus. Stufen im Wald. Toll, ne? Ja, und da war hier das Treffen. Ich mit Hund und Pferd. Er mit einem Hund auf dem Arm, anderen Hund am Halsband. Weil sich Lucy und der Hund im Endeffekt dann doch ganz gut verstanden haben. Lucy, hey! Hier hin. Gänseküken. Wie süß. Habt ihr die gesehen? Ich guck mal. Hund ist angeleint. Ja, da sieht man mal wieder, Tiererziehung geht nicht mit Hand auflegen. Und darüber habe ich mich ja in dem Video mit Hund und Handpferd ausgelassen. Es gibt halt eine riesen Playlist. Einmal die Sagenweg-Playlist, dann die Badewannen-Playlist mit allen, die so länger als eine halbe Stunde sind, die man sich gut, wenn man in der Wanne liegt, auch angucken kann. Laptop auf dem Stuhl. Und dann gibt es halt noch einige kürzere. Hier sind unsere Fischteiche. Und da unten seht ihr die kleinen Gänschen. Sind die nicht niedlich? Was für ein Glücksgriff. Thank you.
Einmal einen Schwenk über die Fischteiche. Da hinten ist noch eine Gans. Und ihr seht hier diesen zweiten Steg zwischen dem ersten, also von hier aus natürlich den zweiten und den dritten Fischteich. Und da geht es hoch zur Straße. Würde ich euch empfehlen, da lang zu gehen. Soll ich irgendwie durchschlagen von oben. Weil hier, wo wir jetzt gleich lang gehen, ist es ein bisschen matschig. Aber sind die Gänse nicht allerliebst. So süß. Was bin ich froh, dass mein Hund hört, wenn es drauf ankommt. Na gut, bei Autos hat er nicht so gut gehört. Das ist ja das Outtake-Video. Aber man muss auch sehr scharf mit ihm sprechen. Das ist dann leider so. Und bei den Outtakes werde ich zwischendrin ganz schön hysterisch. In diesem Sinne kann ich nur sagen, in Aibach unbedingt die Hunde anleihen, um die Küken zu schützen, die hier immer mal sind. Weil es echt schade drum. Ich bin froh, dass du so gut hörst, kleine Lucy. Stolz auf dich. Tschüss, kleine Entchen, wir müssen weitergehen. Und konnten nicht weitergehen, weil sie schon wieder so süß sind. Sind. Goldig. Hoppla, da wurde ich aber frech zu der kleinen Gans. Irgendwann muss man ja mal gehen. Eigentlich auch nur, damit die GoPro nicht heiß wird. Der ausgetrocknete Teich. Noch ein letzter, vielleicht auch vorletzter Blick auf die kleinen Gänse. Ich bin verliebt. Also von da kommt ihr an dem ausgetrockneten Teich entlang, Richtung Straße, wenn ihr euch für diesen Weg entschieden habt. Es gibt noch Alternativwege, es gibt noch Alternativvideos, viele, viele Möglichkeiten, den Sagenweg
ab der Ruine Albach oder ab Frödingsdorf oder ab Scheel zu gehen, was ich euch in einem Video mit dem Lucky ab hier auch zeige. Wer also den kürzeren Weg gegangen ist und nicht den Rudi-Hoffmann-Weg, der ja auch da hinten rauskommt. Hier, der Blick ist die ganze Länge auf den Rudi-Hoffmann-Weg. Von da sind wir gekommen, als wir diesen Pfad am Bach entlang gegangen sind. Und man kann halt hier bis zum dritten Fischteich, der im Moment ausgetrocknet ist, gehen. Und dann links, also geradeaus geht es zu Treppen. Da kommt ja nicht zur Ruine Albach, sondern da links. Und danach rechts hinter dem Teich zur Ruine Albach. Gehen nach rechts. Und wenn kein Sagenweg da ist, orientieren wir uns immer gern an der Straße der Arbeit, an dem L-Weg oder an dem A3-Weg vor allem. Am Ende auch wiederum der A1-Weg. Ja, hier habe ich mit dem Lucky also auch angefangen zu filmen. Bin hier auf die Ruine Albach zu. Die entsprechenden Playlists, wie gesagt, findet ihr hinten. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier endlich wieder ein Schild finde mit Sagenweg. Aber das versteht sich ja quasi von selbst. Und jetzt gleich noch ein kurzer Blick auf die Ruine von oben, bevor ich dieses Video hier auch beende. Von da oben, wo die Treppe ist, gucken wir gleich da rein. Müssen aber erst am Torhaus entlang, das einzige, was komplett erhalten ist. Ein Kälbchen da oben, jede Menge Babytiere und ein Pferd, aber kein Baby, das ist schon was älter. Da seht ihr den Hof Albach und hier links geht es zu so einer Sitzgruppe. Hier hat die Dame von dem Kalte Schnauzenweg, Berufskollegin von mir, auch eine Redakteurin, ihr Auto abgestellt, wo jetzt die Hühner sind, und hat ihn von hier aus gestartet, nach Absprache mit den Hofbesitzern. So, jetzt sind wir hier an der Treppe und können einen Blick in die Ruine reinwerfen. Wir sind da früher mit den Kindern drin gewesen. Jetzt haben sie es hier zugemacht. Man kommt hier nicht mehr rein. Ja, das war schon toll, wenn man so einzelne Räume noch finden konnte. Die ersten hier vorne sieht man ja. Aber da hinten durch sind noch mehr Räume. Wer den Alternativweg rückwärts geht, geht halt von der Ruine Albach aus, wenn er die gerade gesehen hat, geradeaus die Straße entlang und kommt dann im Dorf auf eine etwas größere Kreuzung. Also die erste Straße links ist der Pöhlerweg, die zweite Straße links Schiefbahn. Und Schiefbahn müsst ihr rein und wieder links halten am Ende der Schiefbahn. Da seid ihr auf der Kurfürstenstraße und beim Wanderparkplatz in Scheel. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.